Hey ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu diesem außerplanmäßigen Horsehaven Video, bevor es dann weitergeht mit den normalen Folgen, denn ich habe mir zum allerersten Mal ein Pferd in Horsehaven gekauft. Ich habe zum allerersten Mal investiert und mir ein Pferd gekauft, was mich verzaubert hat. Ab dem ersten Moment, wo sie es auf Facebook gezeigt haben, wundert euch nicht, ich schwärme in ein paar Folgen noch darüber. Das liegt daran, dass ich ein bisschen im Voraus aufgenommen habe. Und ich wollte jetzt einfach mal eine Art Kaufvideo zu diesem Pferd machen, hier in Horsehaven. Ja, und hier sehen wir das Pferd. Es handelt sich dabei um Gaia, um das Pferd, was daran erinnern soll, was für ein Schatz unsere Erde ist. Gaia ist ja in der griechischen Mythologie eine der ersten Gottheiten und quasi Mutter Erde selbst, auch Gaia genannt. Und ich finde es total schön. Das Geweih wirkt ein bisschen platt. Ich finde, das hätten sie ein bisschen 3D-mäßiger machen können. Ich hoffe, dass das mit der grafischen Überarbeitung nochmal etwas angepasst wird. Grafische Überarbeitung fragen sich jetzt manche. Ja, da kommt auch demnächst noch was zu. Gangart ein bisschen stark sich momentan. Aber ansonsten sehr, sehr schön. Es ist hier die Animation, beziehungsweise das Modell ist es vom englischen Vollblut, wenn ich das richtig sehe, beziehungsweise Achaltekina. Schweif sehr hochgetragen, erinnert so ein bisschen an das Saddlebred. Mit diesen schönen Weinreben am Fessel und Schweif und Mähne. Es glitzert und wir haben hier diesen Farbverlauf in der Mähne drin, die ganz, ganz lang ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich möchte mir das jetzt mit euch gleich mal ein bisschen anschauen. Ich hatte hier jetzt gerade noch keinen Platz frei, aber mein Lava-Einhorn wird mich jetzt verlassen und auf die Fantasieinsel reisen. Denn da brauche ich das sowieso demnächst. Ja, und da kommt jetzt mein Gaia-Hengst rein. Rasse ist Gaia. Es ist jetzt ein Hengst, den man hier kauft. Joseph heißt er in dem Augenblick. Ich möchte ihn definitiv anders nennen. Ich überlege gerade noch, wie ich ihn denn nenne. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, irgendwie so eine spontane Eingebung war gerade Zeus. Er wird jetzt einfach mal Zeus heißen. So, jetzt müssen wir hier direkt mal ausmisten bei Zeus. Aber guck mal, wir schauen uns ihn erstmal in der Box an. Es ist natürlich eine krass übertriebene Rasse, ein extrem übertriebenes Modell. Aber irgendwie, mich hat das so geflasht, als ich das gesehen habe. Preis dafür übrigens tatsächlich relativ teuer. Ich zeige euch gleich das Paket nochmal genau zum Abschluss des Videos. So, misst mir hier mal ganz kurz aus, weil ich hoffe natürlich auch gleich mal noch das Pferd beim Fressen sehen zu können. Auf Level 5. Gerade erwachsen geworden, kommen die Pferde hierher, wie er so tapsig in der Box rumläuft, ne? Das sieht so gar nicht großartig majestätisch aus. Die Zeit, wie das hier jetzt dauert, bis er fressen kann, können wir uns ja schon mal hier angucken. Und wow, guck mal, hier sehen wir das Glitzern nochmal. Also ich finde es ein wirklich schönes Pferd. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, das Geweih hätte ich mir ein bisschen 3D-mäßiger gewünscht. Ansonsten wirklich schick. Ich würde hier jetzt tatsächlich gar nicht großartig was draufpacken. Guck mal, das sieht ein bisschen Banane aus. Ich würde da jetzt noch sowas dran packen, hier so mit Baströckchen. Nein, also ich finde jetzt solche Sachen hier tatsächlich eigentlich überhaupt nicht passend für Zeus. Hier würde mich mal noch das eine oder andere interessieren, jetzt in eine Stute wäre vielleicht. Ja, das backt aber da drin, das passt nicht. Das hier wird natürlich komplett komisch aussehen. Das ist viel zu viel zu viel. Irgendwie was Kleineres mal noch. Viele Dinge sieht man tatsächlich auch gar nicht unbedingt, weil es, wow, das ist hübsch. Aber sieht man auch nicht, weil es einfach, das hier würde gehen. Das hier wäre was ganz Schlichtes, was passen würde. Aber die meisten Sachen, die wirken halt einfach nicht. Weil einfach schon so viel am Kopf dran ist, dass... Wie kitschig ist das denn bitte? Das muss man schon so sehen. Also ich finde aber auch, dieses Pferd braucht nicht wirklich großartig was außenrum. Nee, findet Zeus auch nicht. Der fühlt sich einfach so schon schön und schick. Auf jeden Fall cool. So, guck mal, jetzt können wir ihn auch gleich füttern. Also ich mag, wie gesagt, ich mag das Glitzern unheimlich gerne. Das haben jetzt, glaube ich, auch viele der Konstellationspferde, die man ja leider auch
nicht mehr erzüchten kann. Ich hoffe, beziehungsweise durch dieses Quiz bekommen kann, durch dieses Sternzeichen-Quiz. Ich hoffe, dass es nochmal zurückkommt. So, Erdbeeren. Ach, guck mal, der ist schon schön, oder? Wie gesagt, mega übertrieben, aber schon schön. Wirklich. Also ich finde den schick. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu ihm sagt. Weil das ist natürlich auch... Ich habe mir nämlich immer gedacht, es gibt so viele schöne von diesen Special-Pferden, wo ich immer überlegt habe, soll ich es mir kaufen, soll ich es mir nicht kaufen? Ich kann leider gerade nicht raus oder reinzoomen. Und ich war mir immer sehr unsicher, weil ich nicht wusste, wie sie im Spiel aussehen. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht für den einen oder anderen von euch mal eine nette Sache, das auch mal im Spiel zu sehen. So, gucken wir mal. Ist er bei den exklusiven Pferden dabei? Oh! Belohnung für Pferdesammlung. 40 Diamanten. Ja, scheinbar ist er hier bei den exklusiven Pferden dazu gekommen. Genau, Gaia. Kommt hier mit Bronze auf Geschwindigkeit, Silber auf Ausdauer, direkt schon mit zwei Schleifchen und Bronze mit einem Schleifchen auf Springen. Muss also eine ganze Ecke trainiert werden, damit er für Rennen auch nutzbar ist, gescheit. Aber finde ich jetzt gar nicht so tragisch. Dann haben wir hier Stufe 2. Das ist ein Palomino. Wunderschön. Und Stufe 3. Guck mal, da haben wir auch eine andere Mähnenfarbe. Hier ist die Mähnenfarbe gleich oder nahezu identisch. Doch, ich glaube, sie ist wirklich gleich. Hier ist noch dieser leichte violette Stich drin. Hier, doch, hier glaube ich auch. Und hier ist es aber nochmal violetter. Wirkt auf jeden Fall so. Bei diesem wunderschönen Rappen mit dem Mehlmaul. Wunderschön. Das ist jetzt natürlich ein Problem, weil man muss natürlich Gaia x Gaia züchten. Anders funktioniert das leider nicht. Das heißt, ich müsste jetzt jemanden finden in meiner Freundesliste, der auch Gaia hat. Das heißt, wenn jetzt unter euch vielleicht jemand ist, der vielleicht entweder auch neu auf dem Kanal ist, an dieser Stelle herzlich willkommen, oder vielleicht auch von den langjährigen Zuschauern, der auch ein Gaia-Pferd hat, eine Stute, dann fühlt euch frei, mit meinem Hengst zu züchten und sagt mir auch Bescheid, dass man sich vielleicht adden kann. Das wäre auf jeden Fall mega cool, weil ich würde super gerne die anderen Stufen auch noch züchten. Ja, Stufe 4 bekommt man natürlich nicht. Ich weiß es nicht, ob es von diesen Special-Rassen überhaupt mal Stufe 4 Rezepte gibt. I don't know, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich würde sagen, wir reiten jetzt einfach mal zwei Rennen mit Gaia. Also mit Zeus. Ich bin immer versucht, Gaia zu sagen. Können wir das Fantasierennen? Nee, ne? Das war falsch. Das ist nur für die Sternzeichen, für die Konstellationspferde, ne? Ja, da dürfte er nicht drin sein, genau. Ich habe momentan kein Konstellationspferd, was hier rumrennt. Dann gehen wir einfach mal kurz nach Mexiko mit ihm. Einfach weil manch andere von den Rennen ich schon durch habe. Muss ja gar nicht lange sein. Einfach nur mal, dass ihr das Pferd auch mal in Aktion seht. Der ist schon schön. Auf jeden Fall. Doch, definitiv. Jetzt ist nur die Frage, wenn man ja den Hengst kauft, wie kommt man denn dann an eine Stute? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie ein solches Pferd besessen. Ihr könnt das Pferd übrigens auch freischalten, wenn ihr es unter die besten 50 schafft. In der Highscore-Liste, in der besten Liste bei den Rennen. Also nicht diese Rennen hier, sondern die Rennen gegen andere Spieler. Da gibt es ja nicht nur die Liste, wenn ihr in einem Rennen gewonnen habt. Es gibt ja auch noch generell mit den Bestzeiten die besten Spieler overall. Und wenn ihr da in die Top 50 kommt, sind es glaube ich, dann bekommt ihr Gaia zum Abschluss dieser Rennsaison geschenkt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Geschenk. Das Problem ist nur, dafür muss man halt wirklich gute Pferde haben. Wenn man da kein Pferd hat, was eben entsprechend alles auf Diamant hat und vielleicht eben auch gerade noch eine passende Rasse ist von denen, die gerade Rennchampion sind, ja, dann ist es leider doch ziemlich unwahrscheinlich bis unmöglich,
das da in die besten Top 50 reinkommt. Deswegen ist das auch momentan eigentlich so mein großes Ziel, dass ich mit da Pferde ausbilde, die dann entsprechend gut auch mal sind, irgendwann für weitere Seasons. So viel also zu dem Rennen hier. Da müssen wir gleich mal gucken. Wie lange dauert denn jetzt das letzte bisschen Ausdauer noch? Ich bin gerade ein bisschen... Aha, jetzt. Jetzt setzt er sich platschtig. Aber er ist schön. Er ist goldig. Er ist mega kitschig, aber manchmal mag ich Kitsch. Manchmal mag ich Kitsch echt gerne. Guck mal, dadurch haben wir jetzt sogar noch eine Aufgabe abgeschlossen. Und dann lasst uns doch jetzt noch einmal gucken, wie er sich hier in dem Rennen macht. Denn hier ist momentan Gaia der saisonelle Star. Und wir bekommen 10% mehr Geschwindigkeit dazu. Dauert noch 9 Tage, 4 Stunden. Und hier seht ihr eben die komplette Bestenliste, wo momentan jemand mit einer Zeit von 22.07 drauf ist. Genau, hier seht ihr das. Wenn ihr Rang 101 bis 500 erreicht, bekommt ihr 20 Diamanten innerhalb der nächsten 8 Tage. Wenn ihr Rang 51 bis 100 erreicht, 50 Diamanten. Und eben Rang 1 bis 50, dann bekommt ihr Gaia geschenkt. So, ein exklusives Pferd für das Pferderennen in Hongkong. Und das wollen wir jetzt auch einmal reiten. Ich glaube, da brauche ich hier überhaupt nicht antreten. Ich reite einfach mal das Farmhelferrennen. Mir ist es jetzt auch gerade egal, dass ich keinen Truhenplatz mehr habe. Ach, man kann ja auch mit den Pferden antreten, die in der Oase stehen. Das wusste ich gar nicht. Ist das neu? Das kommt mir nämlich mega unbekannt vor. Ich könnte schwören, dass das noch niemals so gewesen ist. Oh Gott, ich glaube, ich werde komplett abgezogen, weil die anderen Pferde alle besser sind. Das sind alles mystische, während ich nur ein Elite-Pferd habe hier. Was noch nicht mal großartig ausgebildet ist. Aber mir geht es ja jetzt hier im Endeffekt auch nur darum, dass ihr eben das Gaia-Pferd auch mal laufen seht hier in dem Rennen. Weil da sehen wir es ja doch ein bisschen größer und ein bisschen näher als in den Steeplechase-Rennen. Aber guck mal hier, er wird nicht letzter. Ich hoffe einfach mal, dass ich dann noch Glück habe. So, guck mal, jetzt kriegt er nochmal einen kleinen Boost. Ich hoffe einfach mal, dass ich da Glück habe und noch ein paar ganz nette Sachen erwürfel beim Hochleveln. Und ich hoffe, dass ich noch jemanden finde, der das Pferd irgendwie als Stute hat, dass ich dann eben auch züchten kann mit dem. So, hier, 4. Platz, Blech. Aber guck mal, hier hat man ihn gerade nochmal schön gesehen. Ein echt hübscher Kerl, meiner Meinung nach. So, wobei das natürlich auch immer Geschmackssache ist. Und jetzt muss ich mal gucken, kann ich euch das hier noch zeigen? Kann euch das Paket gar nicht mehr zeigen. Genau, weil hier sind nämlich jetzt die anderen Konstellationspferde drin. Und dieses super lustige Outfit mit 2 Tinkern. Also das Set mit ihm hat jetzt gekostet 17 Euro. Da drin war jetzt das Pferd. 2 Deko-Gegenstände, die ich euch eigentlich auch mal noch eben zeigen müsste oder zeigen können müsste. Genau, der Gaia-Blumenstuhl und der Gaia-Brunnen. Platzieren wir hier einfach mal nebeneinander, dass ihr euch das anschauen könnt, wie es aussieht. Die kann ich ja hinterher wieder reinpacken, nur dass ihr das jetzt halt schon mal seht, wie die aussehen. Huch. Und das ist der Gaia-Brunnen. So sehen die Items aus, die wir dazu bekommen. Und wir bekommen für die verbleibende Zeit, das sind jetzt noch 19 Tage noch was, bekommen wir einen 150% Bonus auf die Puzzleteile aus den Rennen. Das ist alles in dem Gaia-Paket drin. Und ja, ich werde jetzt mein Bestes geben, um möglichst auch noch andere T-Stufen von dem Gaia-Pferd zu züchten und Zeus erstmal auszutrainieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was sagt ihr zu ihm? Gefällt es euch? Und ja, würdet ihr euch sowas auch in Zukunft nochmal wieder wünschen, dass ich, wenn so ein Pferd drin ist, was mir wirklich mega gut gefällt, ich das vielleicht auch mal kaufe und euch vorstelle? Kommt natürlich auch immer darauf an, jetzt wie dieses Video hier läuft und ob mir das Pferd gefällt.
Gut, ihr Lieben, das war's dann von diesem kleinen Gaia-Special-Video. Morgen geht's dann weiter mit einer regulären Folge Horsehaven. Und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.